Hallo und weiter geht's bei einer... Nanu, geht's überhaupt los? Ja. Hallo und weiter geht's mit einer weiteren Folge von City Skylines Tönnebüll. Wie man sieht, das, was wir letztes Mal gemacht haben mit den Eisenbahnstrecken, das hat tatsächlich einigermaßen gewirkt. Das sieht alles jetzt nicht mehr so schlimm aus hier. Ist die Frage, ob dafür der Verkehr auf den Straßen mehr geworden ist. Ja, aber auch der, also wir haben Staus, wo man Staus erwarten kann. Und zwar hier auf der großen Durchgangsstraße bei den dicht besiedelten Gebieten. Und hier so ein bisschen, weil die Leute schlau sind und abkürzen wollen, beziehungsweise sich für schlau halten. Und hier auf der Ost-West-Verbindung ist auch noch ein bisschen... Ansonsten sieht das eigentlich alles ganz manierlich noch aus. Schon mal gar nicht schlecht. Ja. Hier der Güterbahnhof, die entladen hier die Produkte für die Leute und fahren dann gleich wieder zurück, um neue Produkte zu holen. Was ist hier das Problem? Nicht genügend Kunden. Also wir brauchen weitere Wohngebiete hier. Ist die Frage, ob wir die direkt im Bahnhofsnähe bauen sollen. Unsere Akeleigärten haben Stufe 3 erreicht. Wie schön. Sehr schön. Okay. Wie hoch ist denn hier die Lärmbelastung, sag mal? Also hier rein könnte man gerade noch sowas bauen, aber dann fahren viele Züge vorbei. Und hier rein könnte man vielleicht noch ein Wohngebiet quetschen. Ansonsten müssten wir dann hier rein und das Ganze unterirdisch dann oder mit Fußwegen verbinden mit dem Rest von Fahrraddorf. Ja, also versuchen wir mal hier ein Wohngebiet hinzukriegen. Natürlich wieder mit Fahrradwegen, ist klar. So. So. Das brauchen wir eigentlich nicht an den Kreisverkehr direkt anschließen, oder? Das ist, glaube ich, müssen wir nicht. Das ist relativ in Bahnhofsnähe. Wenn die irgendwo hinwollen, können sie die U-Bahn nehmen. Also brauchen wir die nicht direkt an die Straßen anschließen. So, was wir aber machen können, ist, eine schlechte Laune vorwegzunehmen hier, die entstehen kann durch die Nähe von der ganzen Eisenbahngeschichte, bauen wir hier ein paar Sportplätze hin und einen Skatepark hier hinten. So. Damit die jungen Leute mit ihren gefährlichen Rollbrettern auf die Gefahren, dass das wieder ein Verkehrsproblem gibt hier, machen wir hier dicht besiedelte Wohngebiete, weil wir brauchen sie momentan halt gerade. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen unempfindlicher, was Lärm angeht. Hoffe ich zumindest. So. So, Ketelsburger Weg, Bundesweg, dann machen wir hier raus Ketelsburg. Das ist Ketelsburg. Da. Das scheint zu funktionieren. Haben wir jetzt hier... Oh, schau an. Keine Meldung mehr hier, bis auf, dass hier eine Leiche rumliegt im Holunderring und nicht abgeholt wird.
Verstorbener muss transportiert werden, ja. Haben wir Bestattungswesen hier? Da ist das nächste Bestattungswesen. Wir haben keinen Friedhof hier. Was ist das hier? Konservatorium. Kryo-Konservatorium, okay. Was ist das hier? Allgemeinkrankenhaus und das ist medizinisches Labor. Wir könnten natürlich hier sowas, könnten wir in Kittelsburg hinbauen. Zack. Wow, ich sehe einen Bildschirm ohne irgendwelche Fehler oder Mangelmeldungen. Das ist wow. Okay. Das Bootsmuseum war hier, ne? Ja, das haben wir schon. Sehr gut. Was ist hier los? Nicht im Industriegebiet. Warum ist das nicht im Industriegebiet? Weil hier kein Industrie. Was soll das denn? Irgendwie hat. Irgendwie hat die. Die Updates haben dafür gesorgt, dass hier irgendwas nicht funktioniert. So. Dann machen wir das Ölfeld hier mal. So groß. Sehr merkwürdig. Chester Ölfeld. Sardinien Öl Korb. So. Dann haben wir das. Dann, was ist hier los? Oh ja, hier haben wir schon eher ein Problem mit den Toten. Können wir noch so ein Konservatorium hier hinbauen? Ja. Vielleicht hoffentlich hilft das. Hier Müll. Gucken wir doch mal, ob wir genügend Müllkapazität haben. Müllverarbeitungsstatus ist nicht ausgelastet. Was haben wir hier? Entsorgungsanlage. Die Müll in Energie umwandelt. Das ist natürlich auch eine coole Sache. So. Okay. Hier unten ist auch alles irgendwie im Gleichgewicht, bis auf uns fehlt immer noch das Glas. Ich weiß jetzt, was wir brauchen, um das Glas herzustellen. Und zwar brauchen wir dazu ein Bergbaugebiet. Kriminalitätsrate ist zu hoch im Bauernhof. Okay. Müssen wir jetzt extra eine Polizei hinbauen, nur für die? Ich meine, irgendwann wird die Polizei schon dahin fahren, oder? Was ist das hier? Sind das normale Industriegebiete? Sieht so aus, ja. Okay. Maspel, Süderende. Hier fehlt Wasser. Hier fehlt Wasser. Der Fährhafen hat kein Wasser. Ja, so, scheinbar haben wir die Stadt repariert. Jetzt also das große Bahnproblem sehe ich jetzt auch nicht mehr.
Das ist ja cool. Dann schauen wir mal, ob wir unser Polizeiproblem in den Griff kriegen können. Also hier hinten bräuchten wir vielleicht noch was. Zack. Hier nicht. Aber dann bauen wir halt, wenn hier partout. Oh, jetzt haben irgendwelche Leute das Verbrechen hier gelöst, scheinbar. Okay. Ja, sieht cool aus. Dann könnten wir mal Fischerei haben wir hier schon, ne? Fischerei haben wir hier schon. Hier unten könnten wir noch Sardellen fischen. Oder wir machen hier auch noch ein bisschen Tourismus hin. Oder wir machen hier einen Tierpark hin mit keine Ahnung, Seetieren oder so. So ein Zoo könnte man hier hinbauen. Allerdings ist direkt nebenan der Waldcampingplatz und das ist ein bisschen viel Park auf einmal, zumal hier auch überhaupt niemand wohnt. Also wenn wir hier in so einen Seepark machen, dann am besten auf dieser Insel, bei den ganzen Tourismusgebieten hier. Das wäre vielleicht eine bessere Idee. Also dann hier lieber wieder fischen oder wir können das Naturschutzgebiet vielleicht ausweiten. Dann hier noch so eine Seenplatte dazu machen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Oder wir kümmern uns. Oh, was ist das? Wir kümmern uns um ein Bergbaugebiet, damit wir endlich Glas kriegen für unsere Limonadenfabrik. Das wäre auch eine Idee. Mal gucken, was wird hier gerade 63? Also ist, glaube ich. Warte mal, Intercity-Züge kann ich verbieten an kleineren Bahnhöfen. Das sehe ich ja jetzt erst. Das könnte eventuell auch der ganzen Sache ein bisschen helfen. Was ist das hier? Möbelfabrik braucht Schnittholz. Okay, nicht genug Schnittholz. Was ist hier? Nicht die, hier, das Industriegebiet fehlt auch. Ich weiß nicht, was hier los ist, warum die ganzen Industriegebiete gelöscht wurden. Weil das ist nun ganz eindeutig eins hier. Ich weiß nicht, ob das die Mods waren, die geupdatet wurden. Hauptwald, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, aber wir werden dann einfach irgendeinen anderen Namen finden. Was ist das hier? Nicht im Industrie, ist doch im Industriegebiet. Was wollt ihr denn von mir? Ja, habe ich doch da reingelegt. Der Hauptwald. Müllberge. Sag mal. Merken die das bald, dass sie im Industriegebiet sind? Ist einfach mal hin und her schubsen die Gebäude, dann merken die das wieder. Okay. So. Die hier oben auch nicht. Okay. So, wie ist das denn jetzt? Also hier haben wir irgendwie noch Hightech Gadgets. Macht aber ganz schön Dreck hier.
So, das warum? Sowas. Gut. So, jetzt funktioniert das Industriegebiet auch wieder. Sehr gut. Was ist das hier? Gebäude leert sich. Ach so. Das ist der Friedhof, der kleine. Der wird geleert. So. Jetzt ist hier eine Recyclinganlage. Kriminalität. Dass ich hier jetzt wirklich noch Polizei hinbauen oder was? Das ist doch albern. Okay. Mittlerweile macht Turnable auch Plus. Ist auch sehr schön. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen sollen. Also wir haben jetzt schon sehr viele schöne Gebiete. Was fehlt? Wir brauchen ein weiteres Wohngebiet. Also hier, Ketelsburg hat sich prächtig entwickelt. Prächtig, möchte ich mal sagen. Könnten wir hier vielleicht noch ein paar Bäume hinstellen, damit das keine Lärmbelästigung gibt. Das können wir mal machen. Ein paar Nadelbäume hier. So. Hier könnte man noch Leute hinsiedeln. Hier machen wir ein bisschen Laubwald hin. So. Hier ist sowieso nichts mehr los. So. Sieht doch gleich ganz anders aus. Und hier in diese Ecke kann man tatsächlich noch ein bisschen Wohngebiet reinquetschen. Wollen wir hier eine zweite Anbindung oder lassen wir das bei der einen? Ich glaube, wir lassen das bei der einen. So, und dann bauen wir hier dichtes Wohngebiet hin. Hier auch. Und hier. Das ist zwar ein bisschen sehr an der Hauptverkehrsader quasi. Aber wenn die Leute hier das aushalten, die Lärmbelästigung, werden die Leute hier das auch aushalten. So, Wasser gibt's hier, sehr gut. Dagel, aha, okay. So, dann haben wir das alles. Also darum muss ich mich nochmal kümmern, das sieht hässlich aus. Aha. Was ist hier eigentlich? Hier sind die Windräder. Oh, ich verliere Studenten. Nee, ich verliere Campus-Attraktivität. Okay, muss ich mal was machen gegen. Also hier haben wir hoffentlich. Ja, hier können wir noch ein Tourismusgebiet ausweiten. So. Bauen wir hier noch ein paar Hotels und dergleichen rein. Direkt am Fährhafen ist, glaube ich, keine
so schlechte Idee. Weil hier möchte keiner wohnen wegen den Windrädern. Sehr gut. Das ist nicht schlecht. Ah, herzlichen Glückwunsch. Sardinenölkorb hat Stufe 2 erreicht. Gebietsboni, Effizienz plus 4%, Verschmutzung minus 10%. Die folgenden Gebäude wurden freigeschaltet. Petrochemiefabrik, kleiner Bohrturm, Tupperwarenfabrik, Ölindustrie, Arbeiterunterkünfte und Rohölgebirge, Berghöhle, was auch immer. Gut, wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt haben in unserem Ölgebiet. Ölindustrie, Arbeiterunterkünfte. Die brauchen ja nicht in dem Gebiet sein, wo tatsächlich das Öl vorkommt, sondern die können wir irgendwo hinbauen. Also zum Beispiel hier. Kleiner Bohrturm. Ein kleiner Bohrturm zur Förderung unterirdischer. Die Förderanlage muss auf ein Ölfeld innerhalb des Industriegebiets platziert werden. Also hier zum Beispiel. Wo war das jetzt hier? So, das haben wir. Ölschlamm-Pyrolyseanlage. Öl zu Petroleum. Okay. Machen wir mal die Fabriken hier unten hin. So, Petrochemiefabrik, verarbeitet Rohöl mittels fluider katalytischer Spaltung zu Olefinen, die als Grundlage für Polymere und bladibla gelten. Okay. So, das ist hier kleines Rohöl-Tanklager. Für die Fabriken keine schlechte Idee. Rohöl-Lagerhöhle für die, auch keine schlechte Idee. Und dann bauen wir hier noch die Tupperwarenfabrik. Wo haben wir die? Tupper. Hier hin. So. Dann haben wir, das funktioniert alles. Nicht genügend Rohstoffe. Also die brauchen noch Öl, aber das kriegen sie dann ja hoffentlich. Da, der kriegt schon geliefert. Sehr gut. Okay, das ist unsere Sardinenkorb, die funktioniert auch. Hier haben wir immer noch Müllprobleme. Sollen wir hier jetzt wirklich noch, was ist das hier, Kryokonservatorium, sollen wir da direkt eine Mülldeponie nebenbauen? Das ist auch ein bisschen, kann man hier irgendwas Kleines vielleicht, was da direkt hinpasst? Nee. Recycling. Müllumschlagsanlage. Die würde hier hinpassen. So. Jetzt biegt er da um und fährt hier raus, anstatt hier den Müll abzuholen. Ah! Na, siehst du, immerhin geht doch. Okay. Na, ist gar nicht schlecht. Das funktioniert viel besser, als ich das gedacht hätte. Selbst hier sind neue Hotels. Und hier unten so Strandbars und sowas. In der Anaka-Straße. Sehr schön. Müll ist ein Problem hier, aber hier, da, oh. Der Wecker klingelt, okay. Ist schon wieder eine halbe Stunde rum? Nee. Ja. Also Müll ist ein bisschen ein Problem. Darum werden wir jetzt doch diese Straße hier verbinden, wenn wir das dürfen. Dürfen wir das? Warum dürfen wir das nicht? Dürfen wir nicht.
Hier hat ein ganzes Gebäude hingepasst. Warum passt hier nicht? Ah, siehst du, geht. So. Und die Tupperwarenwerke funktionieren. So, dann. Hier funktionieren auch alle Fabriken, sehr gut. Warum mache ich Minus? Das verstehe ich nicht. Hauptwald. Ja. Ich meine, Polizei hatte ich hier doch, ne? Ja. Und hier hinten, die fahren hoffentlich jetzt dahin und holen den Müll ab. Na, gucken wir mal, wie es hier in der Stadt so geht. Okay, das sind schon amerikanische Polizeiautos, die hier rumfahren, warum auch immer. Sechsunddreißig Besucher und 36 Touristen in der Oper. Sind das die gleichen oder sind 36, wenn da Besucher steht, sind das welche, die in der Stadt wohnen? Wer weiß. Wait steht da, guck, sehr schön. Village Hotel Remake, okay. Ich bin verblüfft, wie gut der Verkehr funktioniert hier. Irgendwas scheine ich richtig gemacht zu haben. Ah ja, hier haben wir einen Stau immer noch. Also diese Strecke scheint noch nicht so fu zu funktionieren. Ist die Frage, ob wir hier. Also wenn die jetzt hier rauskommen und hier ins Industriegebiet wollen, dann haben sie keinen Weg. Müssen hier ganz den Umweg machen. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Also nehmen wir hier eine Einbahnstraße, bauen die hier rein und hoffen, dass das was bringt. Der Grünkohlweg. Warum nicht? Ja. So, also auch das Gebiet. Bisschen mal gucken, wie die Verschmutzung insgesamt aussieht. Ich würde mal sagen, das hält sich echt in Grenzen hier. Hier unten, ne, ist klar, das ist das größte Industriegebiet. Und hier teilweise in den kleineren Industriegebieten auch, aber. Das geht eigentlich, was die Verschmutzung angeht. Kriminalität hier im auf dem Campus Kriminalität. Hier oben auch in diesem Gebäude. Was ist das? Das ist ein Fährhafen. Ein Fährhafen, der keine Straßen hat. Ja, das ist ja dann logisch, dass da weder Müll abgeholt wird, noch sich um die Kriminalität gekümmert wird. Gut, dass wir da mal nachgucken. Ja, was die Landpreise, den Bodenlandwert angeht, stehen wir eigentlich ganz gut da. Ich meine, je nachdem, wie man es nimmt, hier, die meisten Gebiete sind relativ teuer, wenn man sich ein Haus kaufen will hier.
Aber dafür sind die Leute auch super zufrieden, bis auf die Gewerbegebiete. Die sind so zwei Drittel zufrieden. Alle anderen sind in den 90ern. 90er-Werte. Lärmbelastung ist, wie man es erwarten würde. Möchte man es ruhig haben, sollte man nach Alkersum, Vitzum oder Goldebeck ziehen. Aber in Tönnebüll, Woppenbüttel und Süderende und Tönning ist es eher laut. Also da, wo es leise sein soll, ist es meistens auch leise, bis auf hier in der Innenstadt. Das ist. Also das habe ich hier wirklich chirurgisch eingebaut, das Wohngebiet. Hier, das ist fast schon wieder zu laut, aber noch sind sie nicht krank geworden. Warum ist der Park so laut oder was ist das? Das sind die Lungen der Stadt oder nicht? Die grüne Lunge. Warum ist die grüne Lunge so laut? Das verstehe ich nicht. Ach, weil die dann nur am Grillen sind wahrscheinlich, ne? Wer weiß. Ja, also dann wären wir jetzt so weit. Ist ja auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal, was wir hier aus diesem See machen können. Und mal gucken, wo ist ein. Hier könnte man ein Bergbaugebiet hinbauen. Das blaue Gebiet hier, das heißt Bodenrohstoffe. Das heißt, hier könnten wir direkt Glas produzieren, das wir hier brauchen in der Limonadenfabrik, damit die endlich mal funktioniert. Das wäre eine Idee. Also wahrscheinlich werde ich das dann das nächste Mal anpacken, hier die Limonadenfabrik mit Glas zu versorgen. Gut, dann wünsche ich euch wieder eine schöne Woche oder ein Ende deren. Ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Mal. Liked uns und schreibt Kommentar und bla. Und ja, dann tschüss.